irgendwo zu ertrinken. Jo, dann werden wir das Let's Battle dann wahrscheinlich bald aufnehmen, oder ich entferne die Plugins vorher nochmal. Wenn das so ist, dass man sich teleport, also so, wenn man Home eingeht, dass man dann, weil dann wissen wir natürlich auch nicht, wie es ist, wenn man stirbt. Ja, ob man dann im Bett spawnt oder da auch. Das ist hier nämlich die Frage. Ich war nochmal mein Home. So. Wir können only sleep at night. Jetzt kommt auch mal die richtige Meldung. Ah, siehst du, das ist doch. Ah, ja. Du hast Set Home gemacht, ne? Nein. Was denn? Slash Home. Nein, ich meine Slash Set Home gerade, oder? Nee. Um dein Zuhause zu setten, da oben. Ja, da habe ich hier einfach Slash Set Home geklickt. Ach so, ja, das habe ich aber auch schon gemacht. So, Alter, jetzt muss ich hier noch zwei Felder abernten von den Teilen. Können wir uns gleich überraschen lassen, wie das Haus aussieht. In die zweite Etage machen wir dann unsere Zimmer und in die erste so Küche und so. Ich habe keine Ahnung, weil das hier reinkommt. Ja, ja, aber schätze ich. Ich hau hier auf jeden Fall erstmal einfach so in den Rohbau die Fenster rein. Ja, ja, tu das. Mache ich ja auch immer, wenn ich ein Haus baue. Einfach damit es ein bisschen heller und so gemütlicher wird. Das ist nervig. Neum, 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 neum. So, dann haben wir noch hier überall solche Seeds rein. Ich wollte ja auch das Melonen-Scheißfeld machen. Wie viel wir noch vorhaben. Ziemlich viel. Mhm. Aber das ist ja ganz gut so. Besser als wenn wir nichts zu tun haben. Zerstöre das Weizen. So, jetzt muss ich alles nur noch bepflanzen. Alter, jetzt ist mir... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich muss mich beeilen, damit ich nicht so viel Hacke verbrauche, obwohl die eh schon gleich wieder kaputt ist. Scheiß drauf. Finde ich voll unnötig, sich eine Diamanthacke zu machen. So, so. So, dann braucht das Ganze erstmal wieder ein bisschen nachzuwachsen und wir haben jetzt sehr viele schöne Getreidesachen und so ein Dreck. Boah, da Kartoffeln und Möhren sind schon wieder nachgewachsen. Ne, jetzt komm, scheiß drauf. Jetzt nehme ich noch das Zuckerrohrfeld weg. Unser erstes Feld, das wir gebaut haben. Da hätte ich theoretisch das Melonenfeld bauen können. Soll ich oder soll ich nicht? Nee, da wollen wir doch das Gartenhaus ja nicht machen. Ah, okay. Next Axt. Wo
Würdest du dann die Hütte bauen oder die Felder? Welche Felder? Ja, die müssen doch neu gebaut werden, habe ich dir doch gerade erklärt, dass das Wasser an die Oberfläche muss. Wachsen die dann schneller? Unter anderem. Ich baue die, wie soll, also soll ich die Hütte nur aus Holz oder auch mit Cobblestone wie so ein Dorfhaus? Nur aus Holz, mach mal. Okay. Oder? Ja, würde ich sagen. Dann baue ich, die so im Schema wie oben, das Haus. Mhm. Gut, dazu brauche ich Holz. Oh. oder warte mal, was kann ich. Alter, die Kakaobohnen sind schon alle wieder nachgewachsen fast. So, warte. Erstmal lege ich hier die ganzen. Oh. Ah, da ist schon hier Holz. Also hier ist schon viele, viele bunte Fenster. Nein, mit dem Weizen. Bam, 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 bam. Also die Diamantspitzhacke hat fast noch keine Leben verloren. Also die hat noch. Die hat noch keine verloren. Aber nice. Oh ja, so gefällt mir das doch hier. Unser schönes Hausi-Bausi. Endlich. Von außen her ist es fast fertig. Nur noch die Fenster. Ja, ich schaue jetzt hier gerade die letzten Fenster rein. Dann sind wir auch fertig von außen. Ja. Dann kümmere ich mich gleich erstmal um den Park oder so. Ich mach schon mal von oben die Fackeln richtig. Ja, immer. Oder warte. Lass mich mal gucken. Gleich. Warte mal. Oh, aber die zwei Sticks Glas, die haben ich hier jetzt gut verbraucht eigentlich. Oh. Also die Glasscheiben. Ja, ja. Nein, das passt nicht. Boah, ich meine, so könnte man auch die Betten stehen lassen. Das sieht auch richtig nice aus, oder? Warte mal ganz kurz. Ah, okay, Tobi hat das anscheinend extra so. Warte mal. Ist alles so oben, ne? Ja, okay, dann lass ich das so. Mhm. Aber irgendwie finde ich das geil, wenn man hier so rauskommt und dann die zwei Fackeln da so hat. Ja. Nee, das ist so. Ja, ja, so ist ja auch. Nur dann muss ich überlegen. Ach ja, das hatte ich ja verschoben. Au. Sorry. Dann müssen wir nur noch hier in die. Hier, also. Müssen wir. So, ich hole erstmal den ganzen Dreck jetzt hier noch aus dem Ofen. Tobi? Soll ich mal mein Glück versuchen und eine Diamantspitzhacke auf Glück zu verzaubern? Oder noch nicht? Ah, ne. Ja, dann müsste ich mir da alles wieder aufbauen, stimmt. Josh, ja, genau so machen wir. Aber dann so. Nochmal bauen wir das Haus definitiv nicht um. Warte mal ganz kurz. Aber das passt doch irgendwie nicht so. Ey. Dann sieht's aber besser aus. Ja, aber da, ein schwarz, also ein normales Holz, dann Fenster und direkt, also, warte, komm mal hoch. Oh, du machst ja einfach. Nee, aber so passt das, dann müsstest du das so. Ja, aber guck mal, ich. Lol, das ist ein Fenster. Nee, das klappt so eh nicht. Ja, aber das sieht richtig nice aus hier, so von innen. Man müsste theoretisch hier auch eins finden, aber das geht nicht mit dem Fenster, das heißt, wir können das eh nicht machen. Ja. Warte, wie können wir die Beleuchtung? Wir könnten theoretisch hier auch so eine geile Lampe von der Decke hängen lassen, also wie im Let's Battle, die ich gebaut habe. Ich hab ja, ich hab da doch nur den Spawn, also die Lampe da gebaut. Aha. Ach, deswegen sah das so scheiße aus. Ja, ganz bestimmt, ne?
So ein richtig geiler Kronleuchter. Ey. Ich geh mal Tiere vermehren. Dann mach ich mich wenigstens nützlich. So, Karotten, Weizen. Na, komm, nehmen wir ein bisschen mehr Weizen mit. Ja, wir haben ja genug. Habe ich eigentlich alles jetzt aus dem Ofen rausgeholt? Ups. Ja, hab ich. Ach, Tobi, ich habe noch über ein Stack Holz bei mir. Das wusste ich noch gar nicht. So, hier oben ist jetzt alles ausgeleuchtet. Ah, ist doch gut. Sieht doch okay aus. Oh ja, boah, von außen sieht das geil aus. Oh ja, boah, Tobi, du musst mal hier zu den Tieren kommen, wie geil das aussieht. Alter. Das hat einen Screenshot verdient. Hä? Das hat einen Screenshot verdient und einen Screenshot von den Koordinaten. Bevor ich es vergesse. So. Die Koordinaten von dem komischen Feld hier habe ich mir gemacht. Spinne! Alter, im Feld anzugreifen, sowas ist doch asozial, ne? Hier muss man voll aufpassen, dass sie nicht die lieben vielen Schafe. Ah, Hilfe! Das ist die Schafe am Leben. Alter, sind da viele! Schafe oder Spinnen? Schafe. So, ihr macht noch Kinder. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Oh, du hast hier noch keinen Partner gefunden, ne? Hier, guck mal, jetzt macht ihr noch mal Kinder. Alter, okay, jetzt reicht's aber auch. Boah, das waren jetzt viele. So, Küis. Jetzt seid ihr noch dran, ne? Kommt mal her, du und du. Dann du und du. Dann du und du. Und für dich, da haben wir leider noch keinen Partner. Gebt mir eure Experience. Jetzt lass mich durch! Und jetzt noch die Schweine. Kommen Sie zu Papi, du und du, du und du, du und du. Alter, hier ist schon wieder eine Spinne. Alter, ganz im Ernst, ne? Du bist so ein Arschloch. Warum? Nein, ich meine die Spinne. Boah, aber das hast du. Was hab ich dir getan, Torben? So, wer hat hier noch nicht? Komm, wer läuft mir nach? Ah, ihr beide. Okay, dann komm mal hier. Ach, alle laufen miteinander. Alles klar. Na, komm, ihr beide hier nochmal. Hast du schon? Ja, ihr habt alle schon. Okay, das war's. Ich habe alle Tiere vermehrt. Herzlichen Glückwunsch. Yo. Boah, Alter, ist das jetzt hier laut. Jetzt verpiss ich mich mal wieder. So, Fackeln und alles angebracht. Ach komm, ich snack mir jetzt eben noch. Ah, ich kann schlafen. Nacht. Ah, danke, dass du es hell gemacht hast. Jetzt verbrennen hier nämlich die ganzen Viecher. So, dann kommt der Torben mal wieder. Guck dir mal die Weiden. Tobi, komm mal hier zu den Weiden. Und dann look dir das Haus an. Wie das da oben so auf dem Berg steht, ey. So geil. Komm mal. Oh, nein, wir wollen nicht die Einrastfunktion aktivieren. Hey, wo bist denn du? Ach, da. Du hast übrigens keinen Helm. Ja, hab ich auch gerade gesehen, weil ich F5 gemacht hab. Hier steckt ein Pfeil im Tor. Komm, Skelett. Guck dir das an. Hallo! Sieht irgendwie so aus wie so eine Villa, oder? Mhm. Oh, komm, das sieht richtig nice aus. Ja, hab ich doch gesagt. Da kannst du auch nicht sagen, dass Gronkhäuser besser aussehen. Das stimmt. Boah. Also ich meine, Gronk ist natürlich großes Vorbild und alles, ne, super geil. Von dir! Aber das Haus ist schon nicht schlecht. Ich fand noch immer Hardys Schiff am besten. Hä? Ich fand noch. Oh ja, das war nice. Naja. Aber er hat es trotzdem verdient, dass es in die Luft gesprengt wurde.
Na, ich mag Hardy, wenn er trollt. Tobi, bist du noch immer da unten? Och man, noch. So, schreibe ich mir mal die Koordinaten auf. Angucken. 2042,98 minus. Tom, es leckt gerade, ne? Ja? Ja, ich lefte mal kurz. Ja, tu das. So, ich habe einen Screenshot von den Koordinaten im Haus gemacht.